Die Rote Couch, der Business- und Kulturtalk. Eine Co-Produktion von Antenne Kaiserslautern und Citypolster. Was wir machen, sitzt mit freundlicher Unterstützung von KL Connect. Herzlich willkommen zur Roten Couch auf Antenne Kaiserslautern. An meiner Seite ist Patrick Schubert, der Niederlassungsleiter von Kärcher Kaiserslautern. Herr Schubert, Kärcher, das ist wirklich ein großer Begriff, da gibt es alle möglichen Sachen. Ja. Was kann man bei Ihnen alles erwerben? Das Angebot ist sehr vielfältig, sehr breit gestreut. Das fängt an bei einem kleinen Fenstersauger für die Damen, was die sehr gerne kaufen, nehmen. Geht über Dampfreiniger, über Hochdruckreiniger, wodurch Kärcher eigentlich bekannt geworden ist, einen großen Namen bekommen hat, was auch eine eigene Entwicklung war damals in den 50er Jahren, und geht hin bis zu großen Scheuersaugmaschinen, Kehrmaschinen, die im industriellen Bereich dann eingesetzt werden, wo man dann tatsächlich auch wirklich im professionellen Bereich dann mit drin ist. Kärcher kennt eigentlich jeder, schwarz-gelb, ja, das sind die Farben. Es gab schon mal eine Niederlassung in Kaiserslautern, 2004 war das, auf dem Einsiedlerhof. Bis 2004, Bis 2004, genau. Dann war kurz Pause und jetzt seid ihr wieder zurück. Richtig, richtig. Das hängt einfach damit zusammen, man hat damals versucht, die komplette Firma umzustrukturieren. Mhm. Man hat Überlegungen angestellt, einfach zu sagen, man möchte das Ganze über den Außendienst nur laufen lassen oder über die Händler, die angeschlossen sind, also die eigenständig sind, aber angeschlossen sind an Kärcher oder Kärcher vertreten in dem Sinn. Und hat dann aber festgestellt, dass diese Thematik mit einer eigenen Niederlassung vor Ort, regional aufgestellt, sowohl für den Außendienst als auch als Ansprechpartner für die anderen Händler eine sehr, sehr gute Geschichte ist. Und hat vor vier Jahren ungefähr wieder angefangen, die ersten Niederlassungen zu eröffnen. Und jetzt hier in Kaiserslautern letztes Jahr im Mai dann wieder eröffnet, weil man einfach gesagt hat, das ist in der Region einfach nochmal ein starker Partner, wo man dann halt auch darauf zurückgreifen kann, wo der Außendienst hinkommen kann. Und wo sich halt die Kunden auch vor Ort informieren können über fast das gesamte Portfolio, was wir im Programm haben. Das haben wir auch im Laden da. Mhm. Und das ist halt einfach was, was viele Händler so gar nicht darstellen können, weil das sehr, sehr breit gefächert ist. Und für uns ist es halt einfach, dass wir alles dann auch im Laden haben. Das ist also, wenn ich jetzt mit meiner Frau einkaufen gehe, ich sage, okay, ich brauche einen Dampfreiniger wahrscheinlich nicht, aber ich sage jetzt mal einen Hochdruckreiniger, ja, dann nehme ich die einfach mit und dann kann ich die in die Abteilung Fenster putzen schieben, ohne richtig jetzt chauvinistisch zu klingen, aber also es gibt ja wirklich bei euch vor Ort alles Mögliche dann auch, was ich mir angucken kann. Genau, ja? Genau, okay. Genau, so ist es richtig. Was kaufen die Lautra so? Geht das eher in Richtung Hochdruckreiniger oder gibt es da schon so eine kleine Tendenz? Im Moment noch ganz gemischt, muss man ganz klar sagen. Es sind sehr, sehr viele Leute, die jetzt über die Werbung kommen, den FC5, ein Bodenreinigungsgerät, wo Kärcher tatsächlich von der Nachfrage total überrollt worden ist. Man hat eine ganze Zeit lang gar nicht liefern können oder nur bedingt liefern können. Und jetzt ist es so, dass wir endlich auch wieder genügend Geräte da haben und die Leute auch durch die Fernsehwerbung das Gerät sehr stark nachfragen. Ansonsten ist es sehr gemischt, also vom Fenstersauger über den Dampfreiniger, über den Hochdruckreiniger wird ziemlich alles in einem ähnlichen Verhältnis gekauft. Gleich hören wir noch mehr zu Kärcher hier auf der Roten Couch im nächsten Teil. Die Rote Couch, der Business- und Kulturtalk. Eine Co-Produktion von Antenne Kaiserslautern und Citypolster. Was wir machen, sitzt mit freundlicher Unterstützung von KL Connect. Willkommen zurück zum zweiten Teil der Roten Couch auf Antenne Kaiserslautern. An meiner Seite ist Patrick Schubert, der Niederlassungsleiter von Kärcher Kaiserslautern. Wir haben gerade schon ein bisschen sowas gehört zum Werdegang von Kärcher in Kaiserslautern. Bis 2004 gab es eine Niederlassung, dann eine kurze Pause und jetzt 2017 wieder eine neue, genau, Niederlassung in Kaiserslautern. Genau. Jetzt so langsam aber sicher beginnt auch wieder die Saison für Hochdruckreiniger. Wir haben gerade schon gehört im Vorgespräch, ja, es gibt einen Unterschied zwischen Dampfreiniger und Hochdruckreiniger. Was ist da der Unterschied? Also der Hochdruckreiniger an sich ist ja auch das, was ursprünglich von Kärcher mal entwickelt worden ist. Wobei man dazu sagen muss, in den 50er Jahren kann man fast sagen, war es auch eher noch ein Dampfreiniger. Deswegen ist der Begriff auch so ein bisschen hängen geblieben. Man hat sehr viel mit Dampf gearbeitet, auch gerade im Baubereich, um im Winter eingefrorene Sandhaufen oder so oder Kies entsprechend auflockern zu können, um da weiterarbeiten zu können. Und das ist mit Dampf gemacht worden und auch ein bisschen mit Druck. Okay. Und das hat sich immer weiterentwickelt zu einem richtigen Hochdruckreiniger, sodass der eigentliche Hochdruckreiniger heute das Kernprodukt von Kärcher ist.
Den Dampfreiniger als solches gibt es auch noch, aber das ist eher dann im Hausbereich. Mhm. Das heißt, der Dampfreiniger ist ein kleines Gerät, was sehr funktional ist, wo ich Boden damit reinigen kann, wo ich Fliesen damit reinigen kann, wo ich auch mal Fenster damit sauber machen kann, wo ich aber auch Geräte anschließen kann, wie zum Beispiel ein Bügeleisen, was okay. wieder für Frauen durchaus interessant ist, dass man auch eine Bügelstation ersetzen kann durch so einen Dampfreiniger mit einem Bügeleisen dran. Okay, also 2-in-1 dann quasi. 2-in-1, genau. Okay, das genau. ist wirklich interessant. Auch für die Herren natürlich, ja, Single-Wohnhaushalt, der kann absolut, hat absolut. Dann technische Raffinette und kann auch noch. Nutze ich selbst, genau, also okay. von daher. Genau, und der Hochdruckreiniger als solches gibt es in 2 Varianten. Das eine ist Kaltwasser, das mhm. ist auch das, was man in der Regel im Hausgebrauch hat. Und das andere ist Kaltwasser und Heißwasser, was man im professionellen Bereich dann oft einsetzt, wo dann auch die Variationen vielfältig sind, mit sehr hohen Drücken gearbeitet werden kann und dann halt auch die Durchspülmengen vom Wasser sehr, sehr hoch werden, wo ich dann auch tatsächlich mit Drehstrom arbeiten muss, okay. was der normale Privathaushalt auch kaum noch leisten kann. Da sind wir jetzt beim Punkt. Es ist immer so ein bisschen schwer einzuordnen, wie viel Druck brauche ich wirklich so als Privatmann. Mhm. Ja? Es gibt eine breite Produktpalette von K2, K4, 5, 6, 7 bis Professional. Noch. Ja. Genau. Ich sag mal jetzt so, ich zum Beispiel, ich habe zu Hause eine Terrasse mit mhm. ganz normalen Terrassenplatten, möchte die einmal im Jahr sauber machen oder zweimal im Jahr, wenn mhm. der Frühling kommt und dann auch nochmal kurz bevor es in den Winter geht, aber auch mal mein Auto abstrahlen oder vielleicht so ein paar Reinigungsaktionen machen. Wo orientiere ich mich denn da? Was brauche ich da für einen Druck oder wie entscheide ich am besten, was ich für einen Hochdruckreiniger dann letztendlich brauche? Also zum einen ist es so, dass wir tatsächlich für die einzelnen Geräte in den Produktdatenblättern auch einen Vorschlag haben von Kärcher, wo man tatsächlich sagt, das ist sinnig in dem Bereich auch einzusetzen. Mhm. Und dann ist es auch tatsächlich so, dass man wirklich gucken muss, was kann das Gerät leisten. Es geht da nicht unbedingt um den Druck, sondern eher um die Wassermenge, mhm. weil der Druck löst zwar den Schmutz, aber die Wassermenge ist dann dafür zuständig, um entsprechend auch freispülen zu können, damit der Dreck sich nicht wieder festsetzen kann. Okay. Das heißt, wenn ich so Reinigungsaufgaben wie Terrasse, Auto, vielleicht Rollläden, eine Hauswand entsprechend habe, muss ich tatsächlich schon im Bereich K5, K7 schauen mhm. oder in den kleineren professionellen Bereich ein HD-Gerät, 515, sowas in dem Bereich einzusetzen. Wenn ich jetzt wirklich nur mal ein Fahrrad abspritzen will oder eine Gartenbank oder so und wirklich nur Kleinigkeiten habe, dann reicht ein K2, K3. K4 ist so eine gesunde Mischung, wo man sagen kann, jemand, der preissensibel ist, der nicht zu viel Geld ausgeben möchte, der vielleicht nur einmal im Jahr die Terrasse reinigt, mhm. da kann ein K4 ausreichen. Man muss sich aber einfach auch bewusst sein, dass dann auch die ganzen Pumpen, der ganze Aufbau etwas einfacher natürlich gehalten ist. Klar. Das heißt, ich habe dann im K7 eine hochwertige Aluminiumpumpe und im K2 habe ich eine Kunststoffpumpe. Ja. Und da muss ich einfach wissen, klar, der Druck, der aufgebaut wird, erwärmt das Wasser, das läuft da durch. Eine Kunststoffpumpe, wenn ich die versuche 2 Stunden laufen zu lassen, die wird dann auch entsprechend warm und kann dann Schäden nehmen. Deswegen empfiehlt man da bei längeren Reinigungsaufgaben, größere Reinigungsaufgaben, etwas größeres Gerät zu nehmen. Wo bewege ich mich da ungefähr preislich? Wenn ich jetzt sage, okay, so ein K5, ja, wenn ich da schon eher in etwas mehr Arbeit rein investieren möchte, wo bewege ich mich da ungefähr? Das ist ein bisschen unterschiedlich, hängt auch davon ab, was ich für ein Zubehör habe, ob ich eine Aufwicklung für den Schlauch noch zusätzlich mit dabei habe, ob ich einen Flächenreiniger mit dazu habe. Dementsprechend kann ich irgendwo liegen zwischen 290 bis um die 500 Euro. Hm. So in dieser Range bewegt sich das hoch und runter, je nachdem, was ich halt dazu nehme. Okay, gleich haben wir noch ein bisschen mehr zu Kärcher, aber natürlich auch zu Patrick Schubert. Der kommt nämlich ursprünglich aus Hessen und was ihn jetzt nach Kaiserslautern verschlagen hat, das erfahren wir im nächsten Teil auf der Roten Couch. Die Rote Couch, der Business- und Kulturtalk. Eine Co-Produktion von Antenne Kaiserslautern und Citypolster. Was wir machen, sitzt mit freundlicher Unterstützung von KL Connect. Willkommen zurück zum dritten Teil auf der Roten Couch bei Antenne Kaiserslautern. An meiner Seite Patrick Schubert, der Niederlassungsleiter von Kärcher hier in Kaiserslautern. Herr Schubert, Sie sind nicht gebürtig aus Kaiserslautern, sondern Nein. aus Hesse. Richtig, in Urhesse sozusagen. Woher genau aus Hessen? Am Rande des Vogelsbergs von Ortenberg. Mhm. Ortenberg ist vielleicht sogar hier in der Pfalz ein paar Leute bekannt, dadurch, dass wir den kalten Markt haben im Oktober. Letztes Wochenende im Oktober, den es schon seit über 750 Jahren gibt. Wir auch immer wieder Aussteller aus der Pfalz dort haben und deswegen habe ich schon mitbekommen, dass es auch sogar hier Leute gibt, die das kleine Örtchen Ortenberg mitten in Hessen kennen. Ja. Von daher auch sehr schön, interessant. Ja. Was hat Sie dann nach Kaiserslautern verschlagen?
Das war bei mir, ich habe einen Baumarkt geleitet in Gießen, in Hessen. Und das war eine englische Baumarktkette und dort hat man auch hier in Kaiserslautern einen Markt eröffnet. Und da das in Gießen sehr, sehr gut lief, auch mit meinem Team sehr gut lief, hat man mich gebeten, weil es hier keinen Marktleiter gab, hier Unterstützung zu geben. Und diese Unterstützung habe ich dann mehrfach gegeben. Und dann hat sich das so entwickelt, dass man dann irgendwann gesagt hat, okay, ich könnte das dann halt auch hier in Kaiserslautern entsprechend weiterführen, was ich dann auch gemacht habe. Und dann kam aber tatsächlich die Firma Kärcher und ja, das ist natürlich, wenn man zu einem Weltmarktführer wechseln kann, gerade auch noch einem deutschen Weltmarktführer, das ist schon was Besonderes. Deswegen habe ich da einfach die Entscheidung getroffen zu sagen, wenn man mir das schon anbietet, dann ja, nutze ich auch die Chance einfach. Und mittlerweile gut eingelebt in Kaiserslautern. Absolut, absolut, Was sind absolut. so die Lieblingsorte, wo Sie am liebsten Zeit verbringen? Also da, wo ich im Moment am liebsten bin, wenn es das Wetter gerade mal zulässt, ist oben auf dem Humbergturm. Da ist einmal schön zu wandern, auch zum Radfahren. Und wenn man dann vom Turm absteigt, einfach dann in den Bremerhof runter, noch eine Weinschorle trinken, ein Zum bisschen Eis. Land und Leute kennenlernen. Weil ja, wenn man natürlich neu hier in der Region ist, dann ist es einfach auch, dass man erstmal so ein bisschen sich einfinden Klar. muss und die Leute kennenlernen muss. Und da muss ich wiederum sagen, man hat immer so gesagt, ja, der sture Pfälzer, so finde ich gar nicht. Wir im Vogelsberg haben noch viel schlimmere Leute oben, Okay. also von daher finde ich es ganz nett Ja. und habe wirklich auch schon einige Freundschaften hier schließen können. Super. Das Thema Fußball hat das auch angesteckt mit dem FCK? Ja, so ein bisschen. Ich bin halt ursprünglich Eintracht-Fan. Entschuldigung, ich habe mich jetzt geoutet, aber ja, wenn man hier in der Region ist, natürlich schaut man dann halt auch mal auf so einen Verein. Und ich muss sagen, ich finde es schade, dass wir im Moment wirklich so am Kämpfen sind. Ich finde es schade, dass man da jetzt echt gucken muss, dass man es noch in die Kurve schafft oder um die Kurve schafft. Ich hoffe es für den Verein, weil das wäre sehr wichtig, auch für die Region. Und es ist halt auch einfach, ja, so eine Stütze, wo man sagen kann, es zieht Leute hierher und es bringt halt auch Publikum in die Stadt rein. Und wenn Klar. das dann dritte Liga wäre, wäre schade. Gleich erfahren wir noch ein bisschen mehr. Es gibt noch mal eine kurze Nacherzählung zu Kärcher, was demnächst alles so ansteht. Kärcher entwickelt natürlich weiter in die Produktlinien und da wird es, ich habe es schon erfahren, so ein paar Neuigkeiten geben, die auch wiederum für Männer und Frauen sehr interessant sind. Dazu erfahren wir gleich mehr mit Patrick Schubert auf dem nächsten Teil der Roten Couch. Die Rote Couch, der Business- und Kulturtalk. Eine Koproduktion von Antenne Kaiserslautern und Citypolster. Was wir machen, sitzt mit freundlicher Unterstützung von KL Connect. Kommen zurück zum leider schon letzten Teil der Roten Couch hier auf Antenne Kaiserslautern mit Patrick Schubert, dem Niederlassungsleiter der Kärcher-Filiale hier in Kaiserslautern. Wir haben ja schon einiges gehört zur Marke Kärcher. Natürlich gab es auch ein paar Produktempfehlungen. Ja? Ja. Wenn ich jetzt so langsam anfangen möchte, meinen Garten auf Vordermann zu bringen, könnt ihr natürlich nochmal nachhören auf unserer Antenne-Facebook-Seite. Dort laden wir das Video natürlich hoch, aber auch auf YouTube. Und jetzt geht es um die Zukunft, denn es wird auch zukünftig ein bisschen was Neues geben im Hause Richtig, Kärcher. Was steht da richtig. so an? Also, weil es gerade schon mal angesprochen worden ist, für die Hausfrau wird es interessant sein. Es wird einen Saugroboter geben, Staubsauger. Das hat Kärcher schon mal probiert gehabt, damals ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, das Produkt wieder vom Markt genommen und dieses Jahr wird ein neues Produkt dann kommen. Und da sind wir schon sehr gespannt drauf. Und das andere ist tatsächlich eher auch so ein Männerspielzeug. Ein automatischer Rasenmäher wird auch kommen im Produktportfolio. Und das Schöne und Interessante ist bei Kärcher auch einfach, man hat 90% der Produkte, die gerade mal 5 Jahre oder jünger sind. Es wird immer weiterentwickelt und man ist da auch sehr, sehr erpicht drauf, immer am Marktgeschehen mit dabei zu sein. Manchmal lässt man sich ein klein bisschen Zeit. Auch einfach, um es dann entsprechend zu entwickeln, hat auch die Vergangenheit gezeigt, wie jetzt mit dem Staubsauger, wo man gesagt hat, okay, war eine kleine Fehlentwicklung. Ja. Und man geht jetzt einfach ganz anders in die Entwicklungen rein und arbeitet da ganz anders. Okay, wenn ich jetzt weitere Informationen haben möchte Ja. über Kärcher, auch Kärcher Kaiserslautern, wo finde ich da Infos zu? Im Internet ist es egal, ob man kärcher.de eingibt oder kärcher.com eingibt. Man landet automatisch immer auf der Kärcher-Seite. Und wenn ich jetzt speziell von der Niederlassung irgendwas wissen möchte, gebe ich einfach in die Suche dann für die Niederlassung nochmal ein, Kaiserslautern, und dann wird das auch entsprechend angezeigt. Okay, wenn ich zu euch kommen möchte, wo muss ich hin? In die Mainzer Straße 87. Alles klar. Dann, Herr Schubert, vielen Dank, dass Sie da waren. Danke Danke für auch, den dass ich da interessanten sein durfte. Einblick. Und ja, alles Weitere findet ihr natürlich im Internet. Wir haben alles nochmal im Video verlinkt auf der Antenne Facebook-Seite, Homepage, YouTube. Dort gibt es alles nochmal zum Nachgucken, Nachhören auf den ganzen Seiten von Antenne Kaiserslautern.
Die Rote Couch, der Business- und Kulturtalk. Eine Co-Produktion von Antenne Kaiserslautern und Citypolster. Was wir machen, sitzt mit freundlicher Unterstützung von KL Connect.